herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und manchmal da passiert es, dass Kollegen sich einfach mal hinsetzen und über Filme sprechen. Und das haben in dem Fall du und Max getan und nicht einfach nur über irgendwelche Filme oder auch nicht nur ein oder zwei, nein, gleich drei Filme sollten es sein, die sie auf Netflix geschaut haben. Ganz unterschiedliche Produktionen bzw. auch eine Serie dabei, die sie euch heute ein bisschen genauer vorstellen wollen. Wir beginnen daher diese Ausgabe mit der ersten Besprechung zu I Think You Should Leave. Und das ist meines Wissens eine Sketch-Serie, wo hier ein Tim Robinson, scheinbar ein Comedian, Sketche macht. Nichts Genaues weiß ich nicht, müsste also reinhören. Im Anschluss folgt ein Dokumentarfilm, über den wir genauer sprechen, nämlich Fear City, New York vs. The Mafia, also Stadt der Angst. Auch da lässt sich vom Trailer so ein bisschen was ableiten. Ich bin gespannt, eben was Max und du hier zusammengebastelt haben. Und zu guter Letzt und quasi die dritte finale Besprechung hier in der Runde dreht sich um The Speed Cubers. Da geht es wohl um Speedcuben. Yo, mega geil, gibt's alles auf Netflix, wie ihr vielleicht schon gemerkt haben könntet, denn das sind auch allesamt Sachen, die sind schon seit ein paar Tagen im Netz, beziehungsweise eben auf der Plattform, und wir würden uns tierisch freuen, von euch zu hören, ob ihr diese Filme beziehungsweise die Serie auch gesehen habt, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr, wenn ihr sie gesehen habt, wie ihr sie so fandet, ne? Also das sind so Dinge halt, ne, das ist jetzt hier nicht so super mega exklusiv, das ist nicht so, dass wir jetzt hier Wochen im Voraus Filme besprechen, von denen noch nie jemand gehört hat, nein, all das sind ja letztlich Dokumentarfilme und eben eine Serie, die da draußen bereits fürs breite Publikum ausgerollt worden sind, und wir würden uns echt mega freuen, von euch zu hören, wie euch diese Produktionen gefallen haben und vielleicht auch zu hören, wie euch unsere Podcasts bzw. unsere Besprechungen gefallen haben. Ich würde mich außerdem freuen, generell von euch Feedback zu bekommen. Das könnt ihr gern tun, indem ihr auf Facebook, Twitter, Instagram oder auf den YouTube-Upload geht und dort in die jeweiligen Kommentare schreibt, wie euch der Spaß hier gefällt. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen, den findet ihr unter tele-stammtisch.de. Ja, wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann hinterlasst doch nochmal eine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Bewertungen hinterlassen. Bitte tut das, Bewertungen wären voll toll und würden dem Telestammtisch sehr helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich grüße hier mit Max, den Teufelskerl. Ja, und ich grüße hier mit Stu. Ja, hallo, grüß dich. Hallo. Wir casten heute im Auftrag des Telestammtisch, eigentlich wie immer. Und diesmal machen wir Netflix rund, nämlich Sketch-Comedy ist unser Thema. Und zwar I Think You Should Leave with Tim Robinson. Eine jetzt vor... Ich weiß schon längerer nicht. Zeit, oder? Es ist jetzt nicht mehr ich ganz weiß es frisch. Gar nicht. Also sie wird seit neuestem erst bei mir in der in der Ding angezeigt, wie sagt man, in der Empfehlungsliste. Ja. Und bin darauf aufmerksam geworden, weil es halt so ein super abstruses Cover hat, nämlich die Hauptperson Tim Robinson hält sich selbst als Tim Robinson Baby auf dem Arm und schaut dabei sehr verstört. Egal. Man sollte vielleicht eins sagen, weil diesem Irrglauben bin ich aufgesessen. Ich habe halt gehört, es gibt jetzt eine Sketch-Comedy mit Tim Robinson. Ja. Das ist nicht Tim Robbins. Also nicht verwechseln mit dem Schauspieler aus Die Verurteilt und Deadman und dem Regisseur von Deadman Walking. Genau. Wichtig. Ist ein Typ, der echt super weird immer gucken kann, Shield auch streckenweise. Ich kannte ihn vorher nicht. Vielleicht kommt er irgendwie so aus diesem Saturday Night Live. Ganz genau. Der war als Autor tätig. Und ist dann vom Autor in den Cast gewechselt, war aber nicht so lange mit dabei als Castmitglied. Und wenn man sich jetzt seiner Sketch-Comedy anguckt, die übrigens mitproduziert wurde von Andy Samberg und Akiva Schaffer, also Lonely Island, wird man kennen, merkt man auch, dass das so eine Art von Humor ist, die für Saturday Night Live, die ja schon eher versuchen, ein größeres Publikum anzusprechen, auch eher nicht so geeignet ist. Ist sehr weird. Wir haben uns im Vorgespräch nicht darauf einigen können, wie wir sie wirklich beschreiben. Deswegen bleiben wir wahrscheinlich bei weird. Es ist irgendwo zwischen Flying Circus und ich habe keine Ahnung. Ich fand, also mich hat es erinnert an diese andere Netflix-Sketch-Show, diesem With Bob and David, mit Bob Odenkirk und David Cross. Auch sehr zu empfehlen. Und das mit Monty Python, da gebe ich dir auch recht, weil das ist halt so eine Sketch-Show, dieses I Think You Should Leave, wo du irgendwann halt vom Kopf gestoßen wirst, weil sie dir zum Beispiel keine Pointe liefern. Genau. Das ist dann einfach total absurd, was da passiert, aber es fehlt halt dieser letzte große Moment, so diese Abschlusspointe. Also Abschlusspointen gibt es da auch, klar, aber es ist ganz oft so der Fall, dass der Witz nicht natürlich Pointe ist, sondern diese total
fast schon surreale Situation. In der das Spiel. Halt die Szenerie an die sich. Die Szenerie, ja. Die Szenerie also, ist, ja. Also ein schönes Beispiel ist, man sieht, dass ein Auto in eine Boutique gefahren ist. Ja. Mhm. Und alle Leute so, oh, wer hat dieses Auto, was geformt ist wie ein Hotdog, denn die bitte in diese Boutique gefahren? Und dann steht da Tim Robinson verkleidet als Hotdog und sagt so, jetzt machen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich glaube, sie war's. Ja. Oh Mann. Ja, es gibt da sehr viele skurrile Situationen, auch sehr, sehr viel so, wo in der Alltagssituationen auf die Schippe genommen werden, beispielsweise Partys, bei denen halt, da geht's einfach nur um eine Verspätung. Und dann müssen sich halt, muss ein Pärchen sich eine Ausrede einfallen lassen und die Ausrede ist halt, der Babysitter hat sich verspätet und dann wollen halt die anderen wissen, ja, warum hat sich der Babysitter verspätet? Und dann wird sich halt um Kopf und Kragen geredet, sag ich mal, bis es dann so weit kommt, dass eine Situation entsteht, die eigentlich so auf diesem Planeten wahrscheinlich noch nie entstanden ist. Und das kann diese Sketch-Comedy verdammt gut. Ja. Also ich kann jeden verstehen, der sich da eine Folge von Out anguckt und sagt so, was soll der Scheiß? Weil dafür ist es wirklich zu weird und zu speziell. Es ist wirklich kein Humor fürs Massenpublikum. Ja. Aber ich glaube, das ist so eine Art von Humor, wenn man den mag, dann wird man diese Serie wirklich großräumig abfeiern. Ja, ja. Vor allem ist es ja relativ selten, dass jetzt mal eine Sketch-Comedy komplett ohne richtige Pointen auskommt. Mhm. Vor allem wir Deutsche kennen ja Sketch-Comedies und ich glaube, wir sind beide die gleiche Generation. Wir wissen ja noch, wie Dieter Krebs damals und Beatrice Richter mit SketchUp oder ja, so Sachen. Also, oder jetzt die dreisten drei. Ja. Das darf man nicht erwarten. Nein, also ich will ehrlich sein. Ich liebe SketchUp, weil das ist Kindheit und da gibt es auch wirklich Gags, die damals, glaube ich, frisch wirkten und mittlerweile so angestaubt sind, dass es wieder komisch ist. Ja. Ne, wie zum Beispiel, wo Iris Berben als ältere Frau zu Dieter Krebs als Wachtmeister geht und sagt so, ja, sieh da, diese jungen Damen da, was machen die da? Und der Wachtmeister so, ja, das sind Prostituierte. Na, wenn da nicht mal ein paar Nutten bei sind. Ja, es ist, ja. Also, sowas darf man nicht erwarten. Es ist, ohne es jetzt wertend zu meinen, aber ich finde so eine Art von Humor, die jetzt dieser Tim Robinson da abliefert, das ist schon so eher Humor für Fortgeschrittene, würde ich es nennen. Ja, und ich glaube, es ist auch viel, es funktioniert nur, wenn glaubt, dass halt Tim Robinson da einfach sein Gehirn ausgeschüttet hat, um es mal ganz banal zu sagen. Das funktioniert nicht, wenn du da alles durchdeklinierst und analysierst, ob jetzt ein Witz irgendwie funktionieren kann. Ich glaube, der ist sehr in Situationskomik geschuldet, streckenweise auch halt einfach sehr liebreizend gemacht. Ich denke zum Beispiel, ganz am Ende gibt es einen Sketch, der spielt in einem Haus, in dem alle Möbel aus Garfield-Figuren bestehen. Und ich muss mir einfach vorstellen, wie ist dieser Pitch damals gelaufen für diesen Sketch? Ja, wir bauen jetzt einfach ein Wohnzimmer, das sieht jetzt aus, als wären alle Möbel aus Garfield-Figuren. Das ist mir auch aufgefallen, dass sie wirklich ganz oft ihre Sketche spielen lassen an eigentlich total gewöhnlichen Orten. Mhm. Und es fängt meistens auch an mit relativ gewöhnlichen Situationen. Ja. Also wie zum Beispiel, hey, wir sind zu spät. Ja, komm, lass einfach sagen, der Babysitter kam zu spät. Ne? Mhm. Genau. Und dann immer wieder eine Schippe drauflegen, bis es dann wirklich so ins Absurde und Abstruse abdriftet, dass du entweder dann aussteigst, weil es jetzt so doof ist, oder du es halt abfeierst, weil du denkst, es ist grandios, es ist genial. Ich glaube, das wäre jetzt auch so eine Sache, die würde ich fast jetzt gleich übergangsweise ins Fazit mit reinpumpen, wäre, ich glaube, man weiß nach der ersten Folge spätestens, ob man sie fertig schauen soll oder nicht. Ja, das stimmt wirklich. Vielleicht braucht man sogar nur zwei Sketche. Oder also, einen, ja. Ja. Das stimmt schon. Monty Python hat ja zwischendurch immer wieder so Sketche, die auch für die breite Masse geeignet sind. Ja. Aber I Think You Should Leave ist schon sehr speziell. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es da. Also ich müsste es mir jetzt nochmal anschauen, um zu sagen, dieser Sketch ist jetzt der am ehesten für die breite Masse in Frage kommt.
Und ich glaube, dass der auch nicht wirklich für die breite Masse in Frage kommt, von dem her. So kurz meine Empfehlung wären wirklich so an Leute, Bob and David hast du gesagt, die das mögen. Oder ich glaube, dass man auch als Fan von Arrested Development ist jetzt kein Arrested Development Sketch Comedy. Ja. Also ganz ehrlich, wer Arrested Development noch nicht geguckt hat, holt das bitte schleunigst nach. Das ist die Serie, die ich mit am häufigsten gesehen habe, neben The Wire. Ich habe die ersten drei Staffeln so oft gesehen und es ist jedes Mal ein Vergnügen. Arrested Development, ich glaub, da müssen wir vielleicht hohe Comedy-Kunst. Müssen wir mal rausziehen, rausholen aus dem Keller und vielleicht dann echt mal casten, weil finde ich, ist für deutsche Verhältnisse übrigens auch wie The Wire immer noch zu wenig genannt. Ja, also ich fühle mich da auch manchmal ein bisschen schlecht, weil ich ganz oft sage, ja, hier Serie X ist wirklich gut, aber es ist nicht The Wire oder es ist nicht Arrested Development, weil die heben für mich die Qualität halt auf ein ganz neues Level. In Arrested Development gibt's halt, ich habe sie jetzt, glaube ich, Staffel 1 bis 3 bis 4 mal geguckt. Mhm. Und selbst beim vierten Durchgang sind mir neue Gags aufgefallen. Ja. Na? Also das, ich liebe Arrested Development. Ah, ja, und, super. Ja, gut. Und ich liebe auch I Think You Should Leave with Tim Robinson. Deswegen gebe ich da fast schon volle Punktzahl. Es ist immer schwer zu sagen, inwiefern das dann auf Dauer sich halten wird, ob es ein Klassiker wird, aber ist auf jeden Fall auf dem besten Weg dazu. Also ich würde jetzt 4 von 5 Chunkies geben. Mhm. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass man die sehr gut weggucken kann. Das sind, glaube ich, nur 6 Folgen und eine Folge geht, glaube ich, 18 Minuten. Also das ist wirklich, die längste geht 18 Minuten, sehe ich so auf meinem Das Blog. Ist wirklich schnell weggeguckt, wenn man es halt eben mag. Ja. Ansonsten möchte ich dann noch einen Tipp raushauen. Eine etwas andere Art von Humor, aber auch sehr gut, ist Astronomy Club. Das da habe ich gestern den Trailer geguckt. Vielleicht werden wir da auch noch casten. Ja, also da habe ich mir gestern nochmal die erste Folge angeguckt. Mhm. Und das ist eine Sketchgruppe von Afroamerikanern, die natürlich durchaus so dieses Schwarze in den USA thematisieren, aber auch viele Sketche haben, die sehr absurd sind, aber auch Sketche haben, die ein bisschen auf die Popkultur abzielen. Das macht jetzt Tim Robinson ja nicht so sehr. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen schönen Sketch, da treffen sich all diese schwarzen Figuren aus diesem White Saber-Film, also Green Mile, Driving Miss Daisy, Legend of Becca Vance in so einer Therapiegruppe, weil sie lernen müssen, dass sie nicht andauernd weißen Menschen helfen sollen. Mhm. Also wirklich, Astronomy Club ist auch sehr gut und ist auch massentauglich. Also da nochmal eine Empfehlung, weil das ist ziemlich untergegangen und ich hoffe da sehr, dass es dann eine zweite Staffel gibt. Okay, dann ist unser Wunsch wahrscheinlich Netflix weiter so, was das angeht. Ja. In die Richtung dürft ihr weitergehen, danach verliert ihr uns beide nicht. Ja. Okay. Aber wenn ihr uns verlieren wollt, dann euer Ding. Ich bleibe. Ja, eben. Ich zahle trotzdem 12 Euro. Okay. Na gut, du, dann haben wir das jetzt erledigt. Ja. Wird nicht die letzte Netflix-Besprechung werden, so viel sei gesagt. Dann wünsche ich dir einen schönen Samstag. Ich wünsche es dir auch. Und bis später. Ja, bis in einer Minute. Tschüss. Tschüss. Ja, ich bin der teuflischste Max im Telestammtisch. Oh oui, ich sage immer, es gibt einen Teufel und es gibt einen Teufel aus Bayern namens Max. Ja, müssen wir wieder mit französischem Akzent anfangen. So, ich merke gerade, ich habe den falschen Wikipedia-Artikel offen und jetzt bin ich aber richtig bei. Fear City, Doppelpunkt, New York versus the Mafia. Oder wie es im Deutschen heißt, Stu, hilf mir. Stadt der Angst, New York gegen die Mafia. Ja, eine Netflix-Dokumentationsserie, 3 Folgen, naja gut, die letzte dauert eine Stunde. Ja, die ersten beiden gingen 45 Minuten, die letzte eine Stunde, ja. So, und es geht um New York und um die Mafia und um, sagen wir mal, Anfang der 80er. Ich habe nur 70er, 2 Folgen gesehen. Oder? Ja, es fängt in den 70ern an, aber die bösen Sachen passieren da, als wir dann geboren wurden. Ja, so. War es ein Zufall? Wer weiß. Ja. Directed by steht Sam, hier Sam Hopkinson. Sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Und Genre ist True Crime. Ja. Und das ist es auch wirklich.
Ja, vielleicht noch zur Information, es ist auch eine Miniserie, das heißt, sie ist nach 3 Folgen auch zu Ende. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass jetzt keine 2. Staffel kommt. Ich meine, natürlich kann man immer wieder über die Mafia irgendwelche Dokumentationen machen, aber ich glaube, dass Stadt der Angst damit zu Ende ist. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann so ein Spin-off, so Stadt der Angst Los Angeles oder so, wer weiß. Ja. Ne? Oder ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist Boston dann die nächste oder Chicago. Wanne Eickel wäre auch mal interessant. Oh Mann, oh, die Mafia in Wanne Eickel. Das waren Zeiten. Ja. Ja. Um was geht's hier in der Doku? Ja, New York kennen wir ja mittlerweile als große Weltmetropole. Das war sie auch damals in den 70ern. Allerdings hatten sie ein sehr klares Kriminalitätsproblem, was dazu geführt hat, dass Leute sich als Guardian Angels formiert haben, um die Polizei zu unterstützen. Aber selbst die Guardian Angels waren machtlos gegen den Mob, die Mafia, die sich aufteilte in 5 sehr große und einflussreiche Familien. Kriegst und das die alle zusammen? Ja. Und das FBI hat zwar ermittelt, konnte aber nicht wirklich was tun. Und dann wurde dieser RICO Act verabschiedet, das grob gesagt, wenn es in Verdacht steht, dass jemand für eine Organisation arbeitet, kann man mehrere Leute halt beschatten und überwachen und muss dann nicht gleich, wenn man ein Verbrechen aufdeckt, dann sofort dort hart schreiten. Ich glaube, das ist grob abgekürzt, dieses RICO. Mhm. Leute, die Sense of Anarchy gesehen haben, kennen das vielleicht auch schon mal. So, und ja, diese Doku begleitet ehemalige Mafiosi, beziehungsweise lässt ehemalige Mafiosi zu Wort kommen, genau wie die damaligen FBI-Ermittler. Und die erzählen halt, was sie damals so gemacht haben. Und das ist simpel. Also von der Erzählweise ist es sehr simpel. Oh. Aber es ist sehr einnehmend. Und ich hatte ein paar Momente, wo ich wirklich dachte, das ist unglaublich interessant, weil wir kennen das so aus Filmen, ja, dass irgendwo eine Wanze angebracht wird, aber man erfährt nie so wirklich, wie geht's eigentlich dem Typen, der diese Wanze gerade anbringt, gerade halt wirklich in dieser, ich nenne es mal, Todesgefahrenzone sich befindet. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Überhaupt, es ist hinsichtlich dessen, es ist nicht diese typische Mafia-Dokumentation, Mafia gegen das FBI und du hast da lauter coole Typen, die dann irgendwie so gegeneinander sind. Nee, eigentlich im Prinzip wird da sehr sachlich darüber gesprochen, wie diese, ich nenne es jetzt mal Katz-und-Maus-Kämpfe, was anderes ist es ja nicht, damals vonstatten gingen. Aber du hast halt einfach ein bisschen mehr Einblicke in so diese Sachen, die in Filmen immer sehr simpel dargestellt werden, aber eigentlich einen Großteil des ganzen Spiels ausmachten. Wie zum Beispiel gibt es auch über, wie schwer Abhören eigentlich damals war. Das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Dass du da immer mit irgendwelchen technischen Sachen rangehen musstest, um halt das Signal nicht zu verlieren. Also von dem her ist es auch ein bisschen, wie sagt man, Bildungsfernsehen. Durchaus. Vor allem, weil wir halt viel über die Mafia halt kennen. Das, was wir uns halt eben aus Filmen wie Der Pate oder Scarface, Goodfellas halt kennen. Aber ich finde das in so Dokus immer ganz interessant, weil die gehen halt ein bisschen tiefer und man bekommt hier auch erklärt, wie funktioniert dieses System eigentlich genau, ja? Wer steht an der Spitze? Wer steht unten? Wie kann man aufsteigen? Das haben wir schon mal in sich anderen Filmen halt gesehen. Aber ich finde das auch mal ganz schön, aus so einer etwas nüchternen Betrachtungsweise zu sehen. Und auch dann die Leute halt zu sehen, wie sie heute sind und wie sie halt von der Zeit damals sprechen. Und die reden halt auch sehr offen und sehr ehrlich drüber. Und da sind halt Mafiosi dabei, die sagen dir ganz ehrlich, wir waren halt damals einfach gewaltgeile Hunde. Ja, eben. Also wir machen unsere Kohle mit Drogen, Frauen und was war das dritte? Waffen? Nee, keine Ahnung. Mit allem irgendwie. Ne? Mit allem. Da war alles, da Erpressung. Ich meine, diese Verstrickungen. Ja. Und das Interessante und das Spannende ist ja auch, dass ich glaube, so in der 2. Folge ja dann auch so langsam sich rauskristallisiert, dass die Mafia halt eben nicht nur hier Glücksspiel und Drogenhandel, sondern halt eben auch ordentlich Kohle abkassiert von diesem Bauboom, der damals in New York herrscht hat. Und da reden wir halt nicht um über $50.000, da reden wir halt um Millionen bis Milliarden. Ja, und es ist auch, also ich finde, wenn man The Irishman mochte, im letzten Jahr, durchaus dann so ein bisschen weiterführendes Material zu Hintergründen. Wobei ich ehrlich sein will, ich fand wirklich
dass diese FBI-Sachen am interessantesten, weil wir, ich habe einfach so viele Mafia-Filme gesehen, dass das meiste kannte ich jetzt schon. Ja, ja, klar. Und bei der FBI, also alleine wenn dieser Typ, dieser ältere Mann, der halt bei FBI gearbeitet hat, erzählt, wie sie das gemacht haben, also dass sie die Kabelfirma angerufen haben, haben gesagt, ey Leute, bitte sorgt mal dafür, dass der Fernseher von diesem Mob-Bobs Aussätze hat. Und sie den Anruf dann nicht abgefangen, aber irgendwie weitergeleitet haben und dann der Kabelfirma gesagt haben, schickt da jetzt keinen Techniker hin, wir machen das. Und das fand ich sehr spannend. Und das ist dann dieser Black Bag Guy, oder? Genau, der Black Bag Guy. Und da dachte ich mir, eigentlich ist das doch eine geile Filmidee. Naja, klar. Dass du dich wirklich mal nur um dieses Team kümmerst, die das machen. Also alleine, wie sie sich ein Auto organisieren, das ist das gleiche Modell von einem dieser Mafia-Typen und eine Woche lang an diesem Auto halt ausprobieren, wo sie Wanze reinbauen und wo sie es am schnellsten machen können. Ja, das wäre heutzutage einfach nicht mehr vorstellbar, weil da wird Mini-Mikro wahrscheinlich irgendwo in den Teppich reingeschlitzt und du hast eine Bombenqualität. Und da muss der halt wirklich ausgelotet werden, wo kann man das Mikro platzieren, dass es halt die Frequenz nicht verliert, dass du es überhaupt abhören kannst, dass man überhaupt was versteht. Also merkt man, der technische Fortschritt in den letzten 30, 40 Jahren war hoch und groß. Und was ich sehr loben würde, Production Value dieser Dokumentation. Es ist streckenweise, hat es mich dann erinnert an so Fincher mit Zodiac und Mindhunter, ein paar Sachen. Weißt du, die haben echt gute Kameraeinstellungen streckenweise. Hat mir gefallen. Ja, ja, also ich würde auch das sagen, was du schon erwähnt hast, wer halt so The Irishman mochte, also so ein bisschen so diese Sezierung, dieses Mafia-Mythos und mal wirklich zu gucken, was ist das eigentlich und diesen Glanz mal wegzuschrubben, der immer da noch drauf ist, dann ist diese Doku eine feine Sache und sie ist halt auch, ich finde sie recht kurzweilig. Ja. Kann man schnell weggucken. Wie gesagt, sind 3 Folgen. Die ersten beiden 45 Minuten, die dritte eine Stunde. Ja, kumuliert 2,5 Stunden. Genau, 2,5 Stunden. Das ist wirklich gut wegzugucken. Und vor allem, ich finde, sie schafft die gute Balance aus. Wir gehen ins Detail und das andere, das schneiden wir nur an. Also sie sind schon sehr fokussiert. Das finde ich ganz schön. Wobei, als so kleinen Kritikpunkt muss ich sagen, man muss schon ein bisschen eine gewisse Affinität auch haben zu diesem amerikanischen Stil, wie True Crime erzählt wird. Also es ist jetzt, für die Art und Weise ist es dennoch sehr sachlich, aber man kann jetzt da keine, ich weiß nicht, so französische Arte Dokumentation über den isländischen Walfang im Jahr 1872. Nein, das ist nicht. Das ist es nicht. Das ist schon sehr eindeutig so eine typische True Crime Netflix Doku. Ich habe ja mittlerweile das Gefühl, dass Netflix heimlich so die Hälfte ihrer Einnahmen durch diese True Crime Sachen erwirtschaftet. Aber wenn es halt gut gemacht ist und im Fall von Stadt der Angst auch jetzt nicht übertrieben in Länge gezogen wird, habe ich damit kein Problem. Nee. Ich meine, es kostet halt einen auch nicht die Lebenszeit und es gab ja auch andere Sachen, wer sich den Tiger King antut, der wird mit Fear City hier überhaupt kein Problem haben. Also es sterben auch keine Tiger in dem Film. Nee, das ist sehr gut. Es werden sogar Tiere geschont. Ja, das war vielleicht als kleine Warnung. Ich habe der die Doku einen Freund empfohlen, der hat die auch geguckt mit seiner Frau. Und der meinte, dass es gibt halt so ein paar Archivbilder von ein paar erschossenen Mafiosi und die sind jetzt nicht übermäßig, also es sind schwarz-weiß, aber die sind schon, da sieht man halt schon, was passiert ist. Da vielleicht so eine kleine Warnung. Ich glaube, die hat eine von Netflix, glaube ich, hat gesagt, die ist ab 16 freigegeben, da würde ich jetzt auch zustimmen, aber wer halt so mit so Archivaufnahmen von echten Leichen Probleme hat, der könnte da vielleicht ein paar Mal schlucken. Wobei so schlimm ist es, fand ich es jetzt nicht. Ich glaube, man hat heutzutage schon sehr viel Schlimmeres in der Fiktion gesehen. Das stimmt, ja. Jo, gut. Ich überlege, will ich noch was anmerken? Also ich nicht. Ich mach's kurz, ich gebe 4 von 5. Doku kann man gucken, sollte man gucken. Und jeder, der auch nur ein bisschen so Interesse hat, was Mafia angeht, kann da gerne mal einen Blick riskieren. Ja. Ich habe 2 von 3 Folgen gesehen, also die letzte steht jetzt noch vor mir. Ich bin aber auch auf dem Weg 4 von 5. Oh, Stu, dann war's das mit dieser Besprechung. Ja, war wie immer ein inneres Wanzen anbringen.
Ja, dann sage ich Arrivederci. Ja, und ich auch. Bis bald. Ich grüße erneut wieder dich, Max. Ich grüße dich auch, Stu. Mensch, schon lange nicht mehr gehört. Ja, boah, Wahnsinn. Es kommt mir vor, als ob wir irgendwie das letzte Mal gecastet haben vor 10 Minuten. Ja, das, ich weiß nicht, ob es 12 waren. Okay. Wir reden, Überraschung, wieder über eine Dokumentation und Überraschung, wieder eine Netflix-Produktion. Allerdings diesmal nicht über die Mafia, wir reden über Speedcubers, Rubik's Cubers. Ja, die meisten kennen vielleicht diesen Zauberwürfel, wo man halt eben jede Seite zu einer Farbe machen muss. Ich habe in meinem Leben zweimal so ein Ding in der Hand gehabt und beide Male relativ schnell ernüchtert festgestellt, nö. Ich habe als Kind mal rausgefunden, dass man die auseinandernehmen kann und dann so zusammensetzen, dass sie passen. Das war mein Cheat. Ja, ich habe als Kind es einmal geschafft, eine Seite in einer Farbe zu haben und dachte, okay, Problem gelöst, ja, geschafft. Und dann wurde mir erzählt, nee, nee, die anderen Seiten müssen auch eine Farbe haben. Und dann dachte ich mir so, nee, dann... Okay, also es ist definitiv ein Bereich, in dem wir beide überhaupt nicht wissen, von was wir sprechen. Genau, wir sind eigentlich die zwei unfähigsten Trottel in dieser Rubrik. Was aber nichts daran ändert, dass ich zumindest sehr angetan war von dieser Dokumentation, die übrigens auch nur 40 Minuten geht. Das sei hier schon mal erwähnt. Also es ist eine sehr, sehr, sehr kurzweilige Dokumentation. Und sie wurde damals beworben mit dem ersten Trailer und da kam es mir so vor, okay, es geht halt um diese Wettkämpfe. Es gibt also so Weltmeisterschaften, Wettkämpfe, wo wirklich Leute dagegen gegeneinander antreten, wer schafft diesen Rubik's Cube am schnellsten. Es gibt ja davon mehrere Varianten und allein das finde ich schon total faszinierend. Ich weiß noch, als in Deutschland dieser Dart-Hype aufkam, da saß ich wirklich stundenlang vom Fernseher und war fasziniert davon, dass es wirklich eine Turnhalle gab voller Menschen, die Leuten zugejubelt haben, die kleine Dartpfeile auf eine Korkwand geschmissen haben. Und so ähnlich ging es mir jetzt auch, weil ich meine das nicht despektierlich, ich finde das total faszinierend, dass Leute sich für sowas begeistern können und Ich finde das interessanter als jetzt Fußball oder so, mal so auszudrücken. Und zum einen war ich ein bisschen enttäuscht, dass die Doku da nicht wirklich drauf eingeht. Andererseits dachte ich mir dann, ja, ist doch eigentlich cool, weil sie nehmen es so hin, wie es ist. Es gibt halt Leute, die begeistert das. Es gibt da eine Bubble, wo das stattfindet und die Leute sind dafür Feuer und Flamme. Und es gibt halt eben Teilnehmer, deren eine ihrer Lebensinhalte ist es halt, diesen Rubik's Cube so schnell wie möglich zu lösen. Und da kommen wir ja schon zum Herzstück der Dokumentation. Ja, die sogenannte Handlung, der Faden, der sich durchzieht. Es ist eigentlich eine Dokumentation über eine Freundschaft zwischen zwei Speedcubern. Und zwar dem Felix? Roger Federer des Speedcubens, ja. Felix mit KS geschrieben, Zemdek mit Z am Anfang geschrieben, aus Australien und dem, ich würde sagen, wahrscheinlich ist er so 5-6 Jahre jüngeren, Max Park aus USA und Max Park ist ein Autist. Genau. Und als er das offenbart wird, dachte ich so, lass raten. Jetzt kommt so eine Schmalzgeschichte und so à la Rain Man, er ist Autist, deswegen kann er das so gut und er macht alle platt und so. Aber nein. Die Macher lassen sich, obwohl es nur 40 Minuten geht, relativ viel Zeit, um zu erklären, was mit Max los ist und lassen dafür die Eltern zu Wort kommen, die sehr liebevoll erklären, wie sie diese Diagnose erfahren haben und wie sie damit umgegangen sind und wie sie versuchen, ihren Sohn halt so gut es geht an die, ich nenne es mal, Normalität, an die Außenwelt zu gewöhnen. Ja, wo dann Kleinigkeiten dann eben wie die große Fortschritte irgendwie versprechen und die allesamt etwas mit dem Speedcuben zu tun haben. Denn, lirum larum, große Wie sagt man große Revelation? Ich kann jetzt auch bloß auf Englisch. Enthüllung meinst du, oder? Enthüllung, genau, danke. Die große Enthüllung ist, anhand Felix Zemdek lernt Max Park mehr oder weniger sich als
ja, zumindest in der Bubble als gleichwertiges, normal verhaltendes Kind der Bubble zu verhalten. Ja. Und das ist jetzt überhaupt ein deutscher Satz. Und das Schöne ist, diese Rivalität, die sie haben, ist zeitgleich auch eine Freundschaft, weil, was ich total schön finde, dieser Max ja diese ganzen Rekorde von Felix pulverisiert, bis auf diesen allerwichtigsten, nämlich diesen 9x9 Average, das ist ja ganz normale 3x3. 3x3, danke, 3x3. Hast du Riesenwürfel. So, Kubo. Also diesen Standard Rubik's Cube. Und sie begleiten sie halt eben auf die Weltmeisterschaft, die stattfindet im eigenen, also in Australien, in Melbourne, also in der Heimat von diesem Felix, der auch relativ, also das ist auch ganz schön, dass sie klar machen, diese Sportart ist halt wirklich für Jüngere. Je älter man wird, desto mehr verlernt man es nicht, aber desto mehr treten halt andere Interessen und Wichtigkeiten. Wenn wir von jung sprechen, dann sprechen wir echt so von 12, 13. Genau, also da sind, bei diesen Wettbewerben sind halt wirklich, ich glaube, es fängt an so mit 8 Jahren und endet so mit 20. Und dieser Felix ist, glaube ich, 21, 22 und der Max ist... Er fängt an zu arbeiten. Genau, er fängt an zu arbeiten und Max ist 17 und seine Eltern sagen an einer Stelle, er sieht aus wie ein 17-Jähriger, ist aber auf dem geistigen Stande eines 8-Jährigen. Ja. Und das merkt man zumindest auch emotional. Genau, emotional, ja. Und es ist sehr schön, wie diese beiden, also dieser Felix und dieser Max, miteinander interagieren, weil dieser Felix scheint mir ein wirklich sehr offener, sehr optimistischer, freundlicher und zuvorkommender Mensch zu sein. Ja, man denkt fast, der wäre Kanadier. Stimmt. The Canadian from Melbourne. Ja gut, Commonwealth, passt alles. Nee, aber was man aber eben dann auch merkt, das ist, dass Felix schon ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass ihm seine ganzen Rekorde wegpulverisiert werden, sagt er, glaube ich, auch zu Beginn, dass er da immer ein bisschen so in den Handrücken beißen muss, um höflich zu bleiben. Und am Ende bricht es dann auch emotional ein bisschen aus ihm raus, dass er halt merkt, okay, die große Zeit von ihm ist jetzt vorbei und er kann sich nicht mehr so ganz dem widmen, was er sich widmen will. Dass auch die Weltmeisterschaft am Ende in Melbourne, wollen wir jetzt nicht spoilern, aber es gibt noch mehr Leute außer Felix und Max. Und die kommen aus Deutschland. Ja. Die bösen Deutschen mal wieder, ja. Es hat mich sofort, das Ende hat mich so ein bisschen erinnert an Rocky. Mhm, ist es auch. Also man kann das Ende wirklich bezeichnen als Rocky des Speedcubers. Ja. Es kriegt aber niemanden den Würfel ins Jochbein gepfeffert. Nein, und Felix sticht am Ende auf und sagt, Ilian! Max! Nee. Also, es ist wirklich eine sehr herzliche, eine sehr liebenswerte Doku. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie mehr so auf diese Thematik eingehen, so diese Szene eingehen, ein bisschen mehr erklären. Das würde mich interessieren. Dass ich da ein bisschen mehr abtauchen kann. Vielleicht kommt das noch, vielleicht, wer weiß. So oder so würde ich aber unglaublich gerne wirklich einen Film sehen, der in diesem Speedcuber-Milieu spielt. Sei es jetzt wirklich ein ernsthaftes Sportdrama oder gerne so eine Art wie Dodgeball. Ja, und ich bin bei beiden, bin ich dabei. Ja, wunderbar. Also entweder wir machen jetzt Rocky im Speedcuber-Milieu oder Dodgeball im Speedcuber-Milieu. Egal was, es muss geschehen. Ja, das stimmt. Das, was mir noch aufgefallen ist, ging es dir auch so, nachdem diese 40 Minuten zu Ende waren, hatte ich immer noch dieses Rattern von diesen Würfeln im Ohr. Das ist überhaupt keine Ahnung, ich weiß nicht. Das wäre so die einzige sinnvolle Option, Netflix vielleicht nur in, keine Ahnung, 2%iger Geschwindigkeit ablaufen zu lassen, dass man da mal überhaupt sieht, was die machen. Das ist unglaublich. Also ich kann es mir bei mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal auf solche Talente irgendwie in meinen Händen entwickeln könnte und dann im Kopf und überhaupt keine Ahnung. Für mich sind das alles Autisten so. Wobei, das muss man sagen, das finde ich auch sehr schön, dass sie halt auch aufzeigen, dass dieser Felix halt in Anführungszeichen halt normaler Typ ist.
Ja. Der hat dieses Talent und diese Begeisterung für diese eine Sache, aber der ist jetzt kein Weirdo, der wird jetzt nicht. Keine Inselbegabung. Keine Inselbegabung, oder so. Der wird jetzt nicht als Geek oder Nerd irgendwie dargestellt. Der ist einfach ein total netter Typ, der diese eine Sache gerne macht und sie auch sehr, sehr gut kann. Und das finde ich auch schön. Also, die Doku ist überhaupt gar nicht daran interessiert, irgendwie die aufzuzeigen, pass auf, der ist gut im Speedcubing, weil der ist ein Autist. Ja, überhaupt. Also, die Doku bekommt für mich einfach das Prädikat süß. Das ist so eine richtig süße Doku. Ja, das stimmt. Ja, okay. Irgendwie. Und von Punkten her gebe ich ja gleich 3,5. Ich gebe 4. Ja, gut, dann gebe ich 4,5. Komm, das tut doch eh keinem weh. Diese 40 Minuten, und jetzt kenne ich mich ein bisschen aus, weißt du? Das ist doch gut. Kriegt auch einen Stempel von uns. Approved. Approved. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ja. Gib dieser kleinen, süßen Doku eine Chance. Sie hat es verdient. Sie ist wirklich gut. Besser als diese Dokumentation über die Buchstabierwettbewerbe, die ich jetzt auch gesehen habe. Oh, was war das? Spelling Bee. Irgendwie bekommen vor. Ja. Okay. Die ist nicht, die fand ich nicht so toll. Hm? Okay, die ist aber Speedkugel zu. Buchstabieren. Bäh. Yeah. Yay. Okay. Kommt in unseren Club. Ja. Okay. Okay. Max, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und ich sage adieu. Ade viverci. Du bist manchmal so ein Honk.